Wir sind wirklich hier. Ich bin in Mexiko, in einer kleinen Stadt namens Colima, nahe der Pazifikküste. Bald treffe ich Kaori und bin sehr aufgeregt. Bisher hat sie nur positive Dinge über mich gehört, aber ein persönliches Treffen ist etwas ganz anderes. Da kommt es auf die richtige Chemie an. Wir telefonieren seit ein paar Wochen per Videoanruf und ich habe richtige Schmetterlinge im Bauch. Aber manchmal frage ich mich trotzdem, was ich hier eigentlich schon wieder tue. Wir haben es geschafft. Zieh die Jacke ruhig aus. Schön warm hier. Wow. Wunderschön. Wir sind auf dem Weg zu unserem Hotel. Ich habe meiner Mom ein extra Zimmer gebucht. Sollte etwas zwischen mir und Kaori laufen, hätten wir Privatsphäre. Ich will mich erst mal ausschlafen, damit ich morgen gut erholt bin. Überall gibt's Obst. Deswegen leben die so gesund hier. Ich würde sofort herziehen. Pass auf, was du dir wünschst. Wer hätte gedacht, dass dir jemand so eine nette Freundin vorstellt? Ich will nicht nur eine Freundin, davon habe ich genug. Ich will eine Ehefrau. Was arbeitet sie? Sie ist Autorin. Reicht es für ihr Kind? Das weiß ich nicht und ich will niemandem auf die Füße treten. Ich habe Angst, dass sie noch eine enge Beziehung zu dem Vater ihres Kindes hat. Und was ist, wenn Kaioris Familie am Ende verrückt ist? In meinem Kopf rasen die Gedanken. Was ist, wenn Kaori mich nicht mag? Oder ihr Sohn? Oder ihr Ex-Mann mich verprügeln will? So viel kann schiefgehen. Aber ich versuche, ruhig zu bleiben und durchzuatmen. Rotes Shirt, meine Glücksbringer-Unterhose und meine Glückssocken. So wird das was. Rot ist eine tolle Farbe. Wie Feuer! Hoffentlich brennt Kaori für mich. Ich habe vorhin mit Kaori telefoniert. Sie hat mir gesagt, wie angespannt sie ist. Mir geht's genauso. Ich habe zwei gescheiterte Beziehungen hinter mir und muss etwas ändern. Bei Kaori werde ich einfach ich selbst sein. Mal sehen, was passiert. Ich rieche gut, sehe gut aus und fühle mich gut. Oh man. Warum muss es da regnen? I'm like, what the fuck? Unser erstes Date, für das ich so weit gereist bin. Und dann regnet es. Was mache ich hier eigentlich? Ist es das wert? Ist das ein Zeichen? Ätzend. You give your heart away. Kaori, Kaori. Kaori, Kaori, Kaori. Kaori. Du riechst gut. Tolles Parfüm. Danke, du siehst sehr hübsch aus. Ich mach das. Ich bin Kaori und lebe in Colima. Es ist aufregend, Ed endlich persönlich kennenzulernen. Mein Herz rast vor Nervosität, obwohl ich ohne irgendwelche Erwartungen in dieses Treffen gehe. Es soll einfach entspannt sein. Aber mir fällt auf, dass die Kombination aus Eds rotem T-Shirt und seiner roten Haut ihn aussehen lässt, als ob er in Flammen steht.
Reden wir Spanisch. Oh! Practice with me. Si hablo español, ¿me entiendes? Entiendo, poquito entiendo. Me da mucho gusto conocerte. Oh, you're cold. Du frierst? You're cold? You're frier? War ein Scherz. No, no. Schön, dich kennenzulernen. Nice to meet you. Sí. I can't believe you're here. This is great. Unglaublich, dass du hier bist. Ich habe eine Überraschung für dich. Wir haben in San Diego einen Laden, der mystische Steine verkauft. Die hier sind für dich. Ich habe sie sogar mit Salbeirauch gesegnet. Das bedeutet mir viel. So with Rose und Liz habe ich versucht, mit Geld zu beeindrucken. Aber Kaori hätte mich sofort durchschaut, wenn ich ihr teure Sachen geschenkt hätte. Sie hätte es wahrscheinlich als Beleidigung aufgefasst. Oh, gracias. Die Steine haben da viel mehr Bedeutung. Kaori soll sehen, dass ich ihr zuhöre und sie respektiere. Du siehst... Moment. Du siehst aus wie 22. Sehr jung. Deine Haut ist sehr schön. Tatsächlich war sie mal viel schöner als jetzt. More beautiful than now? No. Yes, because... Früher bin ich sehr häufig schwimmen gegangen. Dann war ich natürlich sonnengebräunt. In meinem Hotel gibt's einen tollen Pool. Du kannst gerne zum Schwimmen vorbeikommen. Wir können einen Wettkampf veranstalten. Competition? Ja, du und ich. Carlo ist Schiedsrichter. Und der Gewinner? Beten wir. Señor Jesús. Heiliger Vater, bitte beschütze uns. Por favor, Señor, se cubriéndonos en tu manto.